Zack! Brenn, mein Freund, brenne! Aua! Warum ist diese Falle nicht kaputt gegangen? Ey, das freut mich gerade. Boah, ist der böse drauf. Aber wenigstens schafft man das Gute. Brenne, mein Freund. Brenne, brenne, brenne. Und zack. Okay, ich verstehe, da oben. Oh, wir können doch zoomen, das ist ja geil. Wäre es gar nicht gelesen. Wenn ich jetzt hier noch den anhalten könnte, dann wäre ich bei Sniper Elite. Aber leider ist es nicht so. Batsch! Wow. Alter, der geht ab. Der geht richtig dreckig ab, der Kerl. Was war das jetzt? Verdammt. Das wird hart. Das vermute ich auch, meine Freunde. Alter, schaut mal, wie das aussieht hier. Upsala, liebe Freunde, ich hab total verplant, ihn zu retten. Scheibengleister. Von oben. Och je. Boah. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Also langsam habe ich das mit den Sicherheiten hier raus. Warte mal. Kümmerst du dich mal schnell um den, dann kümmere mich schnell um den da oben. Fuck, wenn ich da einen Schuss verfehle, ist es kacke. Oh Mann! Scheiße. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe hier. Ich brauche jetzt erstmal eine Spritze. Weil das Geschütz hat mich gut erwischt und ja. Geht das nächste Ding auf oder was? Boah, Alter. Schau mal, was da kommt für eine Horde, ey. So. Laufen wir mal. Lauf, Forest, lauf. Oh. Wäre nicht schlecht, wenn du die mir ein bisschen vom Hals jagen könntest. So klar, dass, dass es gerade jetzt hochgeht, gell?
So, warte mal. Na, diese Hex kurz da weg. Boah. Ah, shit! Greift den nicht. Ich greif den so nicht. Du musst mir schon ein bisschen Deckung geben, wenn die aufmachen. Fuck. Ah. Scheiße. Gehst du mal weg, bitte? Jetzt. Okay. Weiter geht's. Alter, was sollen die schaffen? Munition alle? Ah, shit, ey. So, jetzt habe ich schon mal 4 Schuss wieder. Ist doch gar nicht mal so schlecht, ey. So viel Action hier, ey. Schrotflintenmunition auch nicht schlecht, aber nur 4 Schuss in der Pistole. Und eine Axt, das ist schon mal gut. Magst du den? So. So, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier weiter sollen oder wo wir hin sollen eigentlich. Wir müssen zu dem Turm, so wie ich das mitgekriegt habe. Ah, scheiße. Verdammt. Ja, Vorsicht, dass du mich nicht triffst. Man jagt den mal weg hier. Ah, ey, ich will den heilen. Mann! So, Munition haben wir. Und ich will dich jetzt schnell mal heilen. So, bleib mal stehen, bitte. So. Dich haben wir schon mal geheilt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen, ja? Ich denke mal unten rum. Hier mal ein Schockpfeil. Also wenn wir hier jetzt bleiben, dann verrecken wir, glaube ich. Also wir werden jetzt mal runtergehen, denke ich mal. Wäre wahrscheinlich die beste Lösung. So, mal schnell nachladen, bitte. So. Für alle Fälle. Na toll. Ey, Dicker. Fette. Ei! Mann, du sollst nicht mich hauen! So, wir haben jetzt schon mal eine Fackel, das ist schon mal nicht schlecht. So. Genau, hau den mal. Hau den mal bitte. Jawohl, so kürze ich das, jawohl. Ich hätte auch gern so eine Axt wie er. Mit der ich ständig schießen könnte. Ah, nochmal in die Fresse reinhauen. So. Hier haben wir zum Beispiel schon mal Zeug, das ist schon mal gut. So.
Jetzt hat's ja Kiesi, wir müssen zum Turm, also müssen wir da entlang. Wie war das jetzt nochmal? Das konnte man nur drüben, gell? Müsste man eigentlich durchlaufen können, gell? Brennen! Über den. Um den kümmerst du dich mal, bitte? Genau. Hau ihn! Hau ihn! Hau ihn! Oh, du sollst dich nicht beißen lassen, sondern hauen. Mann. Geh mal zurück. Jawohl! So kürzt sich das. Jawohl. Schön, magst du das? Ich halte dich auch wieder. Das wäre natürlich jetzt cool, wenn man das im Koop spielen könnte. Aber da ist noch was. Bisschen Slimer-Gel. Und noch eine Axt, das ist cool. So tun wir auf jeden Fall Munition sparen. Und weiter geht's. Wir hätten auch hier runtergehen können. So, der ist schon mal tot. Geil. So. Den haben die anderen hier gekillt. Wo schießt der hier noch? Von da. Habe ich das nicht ausgeschaltet vorhin? Ich glaube schon. Egal. Solange die uns nicht treffen, ist ja alles noch okay. So, können wir jetzt hier rein oder nicht? Ne, können wir immer noch nicht. Okay, dann muss ich wieder hoch. Ist das richtig? Wo ist mein Partner eigentlich? Ach, da ist der. Okay. Du lebst also noch, das ist schon mal gut. Da haben wir noch Gel. Alles schön einsammeln, was wir kriegen können. Hier. Das glaube ich war da unten, okay. Das ist wieder eine Falle. Boah, ich krieg da immer so Schockmomente, wenn ich... Boah, cool. Schöne Sachen, was wir hier finden. Munition ist voll. Okay. So, dann laufen wir mal weiter. Ich frage mich immer noch, wie man in den Turm da reinkommt. Ja, warte mal, vielleicht. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Überlege ich gerade nochmal. Aber wie soll ich den da treffen, ey? So, warte mal. So, Tür geht auf. Ach, wir müssen die mehrmals treffen, okay, alles klar. Okay, dann gehen wir mal da jetzt hoch. Thank you.
Ja, geht schon. Boah, aber wenn uns so ein Pfeil erwischt, ey, dann tut es richtig weh. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Ja, hoffen wir doch mal, oder? Das hat gerade ein bisschen Aua gemacht. Gucken wir uns hier nochmal schnell um, ob wir noch was finden. Ich nehme auch jetzt mal die Pistole. Meine Lieblingswaffe hier irgendwie. Und da wir jetzt hier so eine ruhige Stimmung haben und es ein bisschen gelassener ist, können wir uns auch in Ruhe hier umgucken. Bevor wir uns auf den Weg zu einem Turm machen. Bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. So, hier haben wir ja alles abgesucht. In der Hektik des Gefechts. Und hier auch, glaube ich. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Ja, ist ja schon gut. Machen wir dann. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Wie gesagt, was ich hier finde, nehme ich mit, weil wenn man Munition sparen kann und so, dann nimmt man das auf jeden Fall mit. Ganz klar. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie kommen wir hier überhaupt weiter. Nein, nicht schon wieder. Ey, Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht, Mann. Schon wieder so einer mit einer Kettensäge. Ey, da kriegst du doch. Wow. Wow. Okay. Der Mann mit der Kettensäge ist wieder aufgetaucht. Ich hab gedacht, den habe ich schon erledigt. Scheiße, was? Ich würde mal sagen, Kettensägenmann Teil 3. Ja. Warte mal, ich könnte ja mal kurz was gucken. Ach, scheiße. Boah, ich piss mir da immer in die Hose, ey, sobald ich das entschärfen will. Oh mein Gott, ey. Aber es klappt, also. Wenn es klappt, ist es gut. Leere Flasche, was will ich denn damit? Genau deswegen bin ich hier runter, weil hier gibt es noch Munition. Weil ich so viel verbraucht habe. Und wir wissen ja schon, mit wem wir uns da anlegen. Deswegen. So. Ich glaube, ich will jetzt einfach mal was ausprobieren, ob das geht. Lauf, Forrest! Lauf! Scheiße. Doch. Lauf, Forrest! Lauf! Oh, geht nicht mehr. Shit. Ich müsste da runterkommen, bevor. Weil ich will wissen, ob man da rein kann oder so. Ah, da wäre auch noch Munition gewesen, okay. Nehmen wir uns dann später noch schnell mit. So, mal gucken. So. Könnten wir jetzt die. Ah, jetzt geht's. Nein! Hey! Du Stück Scheiße. Jetzt steh auf! Mann, hab doch keine Angst vor dem. Du fette Brücken! Und brenn. Boah, das hat jetzt richtig weh getan, aber ich. Oh, Mist. Das war jetzt nur ein Raum, gell? Super, Munition finde ich hier. Das ist natürlich klasse, aber keine Medizin. Oh, doch, Medizin finde ich auch hier. Cool, wollen wir wissen, was im anderen Raum ist? Eher nicht, oder? Doch, klar will es wissen. Logisch will es wissen. Ah, gibt es da vielleicht einen schnelleren Weg oder so?
Warte mal, erstmal Medizin ein. Da. So. Wir jagen uns erstmal ein bisschen Medizin rein. So, dann müssen wir wieder darüber. Boah, das ist ja stressig. Das Problem daran, an der ganzen Geschichte, ist halt, dass dieses fette Viech da, ihr wisst schon von mir reden, der Kettensägenmann Teil 3 da unten auf uns wartet. Und der mich ja schon einmal gekillt hat. Fand ich gar nicht so gut. Oder gar nicht so tolle, wie auch immer. Und, ja, wie soll ich den schlagen? Ohne Munition geht das schlecht. So, laden wir unsere Waffe mal schnell nach und dann haben wir noch eine Kammer. Vielleicht finden wir da was, wer weiß. Wäre vielleicht nicht schlecht. So. Also. Feuer. Ja, das ist nicht schlecht. So, kann ich das noch einmal machen? Echt jetzt? Nein. Ist doch so. Och, Menno jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Das waren doch zwei Räume und warum. Kann ich. Mist. Oh Gott. Also kann ich jetzt echt nur einen Raum aufmachen? Scheiße. Oh, hier ist auch so eine Falle. Hey, ich bin nicht gestorben. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Toll, super. Bin nicht gestorben. Ich bin nur fast gestorben. Okay, hier haben wir wieder Munition. Und das mit dem Raum richtet mir jetzt auf, dass ich nur den einen untersuchen konnte. Ah, da können wir noch ein bisschen Slimer-Klippe aufheben. Toll. Klasse, 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 klasse. Finde ich doch tolle, super. Keine Ahnung. Oh mein Gott, immer diese Fallen. Ich hab's echt mit den Fallen, da sterbe ich so oft. Haut mich schon teilweise weg. Aber okay, mir macht das Spiel Spaß und ich freue mich auf den nächsten Teil und ich bin gespannt, was als nächstes kommt, weil ich habe schon gemerkt, in dem Spiel ist so viel möglich, was ich nicht für möglich gehalten habe. Oder da kommt auch so viel, was ich nicht gedacht habe. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Blast Club Member Bibi und ciao.